Hallo und herzlich grüß Gott zur Podcast-Serie Agrar-Science Wissen Kompakt der HPLV Raumberg-Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf an der HPLV Raumberg-Gumpenstein den Forschungsbereich leiten. Heute darf ich bei mir einen Gast aus Salzburg herzlich begrüßen, Karl Neuhofer. Karl ist seit 2004 der Obmann der AG Heumilch. Er ist ein wichtiger Quer- und Vordenker in der Land- und Lebensmittelwirtschaft. Karl führte über Jahrzehnte erfolgreich einen Hof und hat diesen jetzt an die nächste Generation übergeben. Es ist ein Heumilchbetrieb. Und Karl kennt die schönen, aber auch die fordernden Seiten der Landwirtschaft sehr gut. Lieber Karl, danke, dass du heute bei mir zu Gast bist und dass ich mit dir ein bisschen in die Heumilch hineinschauen kann, aber auch in den Klimawandel hineinschauen kann. Ja, sehr gut. Herzlichen Dank, Andreas. Freut mich natürlich sehr, auch über die Einladung. Gerne bin ich natürlich zu unserer, ich sage wirklich zu unserer Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein, wo einfach für mich als Grünlandbauer in Österreich einfach ganz wichtige Dinge passieren im Bereich der Forschung und was die Zukunft betrifft. Und jetzt haben wir ja richtig die Zukunftsthemen sind, wie wir mit der Klimaveränderung zurechtkommen, wir Bauern, wo können wir uns ergänzen und austauschen. Aber vielleicht zu deiner Frage. Vielleicht, dass du am Anfang ein bisschen was zur Heumilch als sagst. Milchbauer, genau. Ich bin einfach mit großer Leidenschaft mittlerweile 40 Jahre Heumilchbauer. Und bei mir hat das der Betrieb möglich gemacht, dass ich eben nächstes Jahr werden es 20 Jahre, dass ich auch den Vorsitz aller Heumilchbäuerinnen und Bauern Österreichs machen darf, sage ich einmal, und auch 60 Milchverarbeiter, Molkereien, Käsereien, die Heumilch verarbeiten, eigentlich in alle Bundesländer Westösterreichs, Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Steiermark, Oberösterreich, auch Kärnten mittlerweile, wird Heumilch getrennt, gesammelt und verarbeitet. Von welcher Menge reden wir ungefähr? Wir reden von 520 Millionen Kilogramm in Österreich, was wir Heumilch haben. Und das ist in etwa 15% der Milch in Österreich. Okay. Vielleicht eine Zahl an dem Punkt dazu. 1970 waren nur 80% der Milch in Österreich Heumilch. Mhm. Und aufgrund der Industrialisierung, man hat die Silagewirtschaft besser technisieren können, hat sich halt das verändert. Jetzt haben wir geschafft, seit es uns als Organisation gibt, dass wir diese 15% sehr konstant halten können und dass die Bäuerinnen und Bauern, und viele Betriebe werden ja bei uns von den Bäuerinnen auch bewirtschaftet, dass die einfach eine sehr gute Zukunft sehen jetzt als Milchviehbetrieb, weil einfach die Konsumentenerwartung in diese besondere Form der Produktion sehr, sehr gute ist. Karl, du hast einen guten Überblick international. Wie schaut's in Deutschland mit dem Heumilchanteil aus? In Italien ist ja ein guter Abnehmer von uns. Wir haben ja auch Kooperationen von Seiten der ARGE Heumilch Österreich. Wir haben einen gültigen Kooperationsvertrag mit der ARGE Heumilch Deutschland. Wenn man Deutschland sagt, das hört sich so groß an. Wir reden da eigentlich vom Allgäu, also Bayern, Baden-Württemberg. Also der südliche Teil von Deutschland in die Grünland-Bergregionen. Das gleiche gilt eigentlich auch für die Schweiz. Wir haben auch mit der Schweiz eine Kooperation. Und dann spielt noch eine Rolle Südtirol. Südtirol gibt es 11 Molkereien, wobei jede der 11 Molkereien auch eine Heumilchschiene fährt. Mhm. Da eine Joghurt, da eine Käse. Slowenien entwickelt sich, also die sind sehr umtriebig. Und sehr interessant zum Schluss Frankreich. Wir haben in Frankreich eine Heumilchproduktion eigentlich in den Alpen, wo speziell Käsespezialitäten gemacht werden, aber jetzt neu, und das war sehr erstaunlich für mich, und ich habe mit denen schon einige Jahre Kontakt, ich besuche die auch einmal im Jahr für Vorträge, damit wir uns gegenseitig austauschen und auch französischen Bauern weiterhelfen. Es gibt da neue Regionen in Sachen Heumilch in der Bretagne und in der Normandie. Okay, also wenn man dann, in der eher Gunstlage, flach. Und das sind eher größere Betriebe mit doch zum Teil einigen hundert Kühen. Und wenn man dann die Bauern dort fragt, was der Auslöser für sie ist, dann das ist dann wieder gleich wie in Österreich. Es ist eigentlich, die machen das wegen der Tiergesundheit. Okay. Es gibt viele Gründe, wieso, dass man sie, und eigentlich, wenn wir von Heumilch reden, und ich rede eigentlich für die Milchwirtschaft insgesamt in Österreich, wir haben 100% GVO-freie Milchproduktion, wir sind in Europa, würde ich sagen, was die Standards angeht, auch Tierwohl, klar die Nummer eins, aber wir haben natürlich mit Biomilch und Heumilch, und dann gibt es noch die Kombination Bio-Heumilch, haben wir wirklich ein echtes Juwel der Milchwirtschaft. Also wir haben praktisch eine sehr gute
Produktdifferenzierung auch. Genau. Und ich meine, die Deutschen waren froh, wenn sie mehr Heumilch hätten in der eigenen Produktion. Und da noch eine Zahl. Wir haben von der Gesamtmilchproduktion in Österreich haben wir 15% Heumilch. Und in Deutschland und ist das unklar. In Europa, wenn wir jetzt reden von Europa, weil die Zahl kennen wir recht gut, in Europa haben wir nur mehr 0,3% von dieser Heumilch. Okay, da können Sie wirklich mitspülen im oberen Preissegment dann auch. Und wir können uns von den volatilen Märkten eigentlich großenteils außerhalten. Und wir sprechen auch in der Kommunikation Zielgruppen an, die einfach auch bereit sind für Lebensmittel, für wertvolle Lebensmittel, für Käsekultur, für einfach ein gutes Eck Käse am Tisch, bereit sind, einfach ein bisschen tiefer in die Grasche zu greifen. Gerade dazu was fragen. Ja. Wir sind ja gerade jetzt in der Phase, wo immer darum uns gesagt wird, dass der Einkaufskorb so teuer geworden ist. Es wird überall uns transportiert. Lebensmittel sind so teuer. Ja. Das finde ich eigentlich problematisch, weil man eigentlich auf gewisse andere Dinge schauen müsste, wo man viel Geld ausgibt. Wir geben ja nur mehr 13% für Lebensmittel aus und das war früher mal mehr. Aber was ich die fragen möchte, ist, spürt ihr jetzt in der Heumilch im Hochpreissegment, wo ihr daheim seid, habt ihr da Probleme jetzt aktuell? Nein, ich würde es überhaupt nicht als Problem. Herausforderungen haben wir sehr wohl. Es ist einfach ganz wichtig, dass man den Mehrwert deines Lebensmittels auch gut darstellt, dass man das in der Kommunikation gut machen, ehrlich machen, dass das für Verbraucher auch nachvollziehbar ist. Mhm. Und es gibt nicht nur das Auto und es gibt nicht auch nur das Lebensmittel, sondern es gibt einfach verschiedene Qualitäten, verschiedene Premium-Segmente für Lebensmittel. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass man einfach ernährungsbewusste Konsumentinnen. Unsere oberste Zielgruppe ist eigentlich die Familie mit Kindern, weiblich, 45 Jahre. Also wir sind da mitten im Leben, aber eben auch alles, was Senioren sind, was gesund und natürlich der ganze Fitnessbereich. Und wie ist jetzt der Absatz jetzt aktuell? Ist ein bisschen einbrochen? Er war eher dann Ende 22, war es angespannter. Okay. Jetzt sind wir eigentlich schon wieder auf einem guten Weg. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass wir Lebensmittel von Heumilch, Käse, wir tun in etwa 40% von Heumilchkäse wird in Österreich vermarktet. Okay. Und da sollte man auch wissen, wir reden immer von Heumilch. 85% der Heumilch geht in die Käseproduktion. Macht das Sinn? Wir reden eigentlich, und gerade für die Käseproduktion ist eigentlich Heumilch der Klassiker. Ja, ist ja super. Kann man auf Zusatzstoffe, Konservierungsmittel verzichten. Man braucht keine starke mechanische Bearbeitung. Wir machen da richtige Naturkäse und vor allem die eben ganz lange reifen. Das geht ja bis 9, 12, 16 Monate gereift. Und da sind wir aus Österreich eigentlich nicht gut austauschbar. Und jetzt, Karl, ich weiß ja, ihr bemüht euch ja international euch zu vernetzen. Ihr bemüht euch spezielle Gütesiegel zu erreichen und so weiter. Wo ist denn da der Stand der Dinge jetzt aktuell? Da ist der Stand der Dinge. Wir haben vor 20 Jahren begonnen, ein eigenes Heumilchregulativ für alle unsere Bauern auch einzuführen. Auch in der Schweiz? Auch in der Schweiz, auch in Deutschland für die Bauern im Allgäu. Das ist für uns ganz wichtig. Damit haben wir mal gleiche Produktionsbedingungen und können auch so auf den Märkten möglichst unter gleichen Standards auftreten. Okay. Das hat mit der Wettbewerbssituation natürlich zu tun. Und für uns ist aber von der Heumilch und mir als Obmann ganz wichtig, dass wir unseren Standard auch weiterentwickeln. Und dass das auch von ihrem zusammenhauen lässt. Genau. Der Heumilch produziert die aber nicht euren Gedanken. Das haben wir sehr gut geschafft. Wir haben rechtzeitig erkannt, dass wir da einen Schutz brauchen. Wir haben dann 2016 bei der Europäischen Kommission Heumilch als eins von drei europäischen Gütesiegel, da gibt es GA, geschützte geografische Angabe, GGU, geschützte Ursprungsbezeichnung und GTS, garantiert traditionelle Spezialität. Und da ist die Heumilch dabei. Da ist die Heumilch Qualitätssiegelträger. Das haben wir 2016 bei der EU beantragt. Das ist seit 2016 europäisches Recht und das ist der große Unterschied. Vorher war das eine freiwillige Vereinbarung. Das heißt, wir haben Betriebe, Molkereien in Deutschland gehabt, die haben Heumilch auf Produkte aufgeschrieben, auch wenn die Kühe nur am Hai vorbeigegangen sind. Jetzt ist es europäisches Recht. Das heißt aber auch, dass alle 26 Mitgliedstaaten können Heumilchprodukte produzieren, auch unter dem Begriff ausloben und vermarkten, jedoch nur nach dem Standard der ARGE Heumilch Österreich. Und das ist natürlich für uns ein Meilenstein gewesen, dass wir den Standard erstens definieren. Wir sind die einzige Organisation in Europa, die diesen Standard möglicherweise weiterentwickeln, verändern kann. Mhm. Und das bedeutet vor allem für uns, das ist für die Bauern auch eine gewisse Hürde. Die müssen da wirklich ordentlich einhalten. Aber es ist auch Sicherheit, Es ist total Sicherheit.
Und wir können damit die Trittbrettfahrer auf europäischen Märkten abstellen. Das heißt, unsere Molkereien haben ja Außendienstmitarbeiter, die beobachten ja die Märkte. Und wenn uns Produkte begegnen, wo wir wissen, die entsprechen nicht an den Standard, dann werden die höflich eingeladen, diese Produkte aus dem Markt zu ziehen. Also das ist wirklich ein guter Schutz, 2016 für Kuhheumilch. Und was mich jetzt besonders gefreut, eben für kleinere Bauern, für Idealisten, für Bauern, die sehr gut machen mit Schaf und Ziege. Okay. Wir haben dann 2019 auch nachgebessert und einen neuen Antrag gestellt. Und seit 2019 ist auch Ziegen- und Schafheumilch in ganz Europa mit diesem Standard geschützt. Gratuliere, das ist ja wirklich ein großer Erfolg, würde ich sagen. Ja, das ist einfach, das macht die große Leidenschaft auch für mich aus. Einmal ganz viel bei den Bauern zu tun, die Bauern in der Beratung zu unterstützen, in der Produktionsweise. Und für mich ist wichtig, dass wir Heumilchbauern, wir haben einen dynamischen Ansatz gewählt. Das heißt, wir wollen die traditionelle Form der Milchwirtschaft erhalten. Und das oberste Kriterium, das braucht man in der Käsewirtschaft, in der Käseproduktion ist eben da die gärfutterfreie Milchkuhfutterung. Das heißt, die Futterbasis ist im Sommer halt dieses Wiesengras in Form von Weide oder Eingrasen und für die Winterfütterung Heu. Den Kraftfuttereinsatz haben wir in Heumilch auch geregelt. Also bei konventioneller Heumilchproduktion muss immer 75% Gras- oder Heufütterung sein, 25% kann man zufüttern und bei Bio-Heumilch 15%. Mhm. Und das zeichnet dann schon aus, weil da sind wir wesentlich konsequenter wie zum Beispiel eine EU-Bio-Verordnung. Ja. Und das ist, ich hab da auch mal Tipps gekriegt, das schaut sich den Bereich an und da haben wir auch drauf reagiert. Und wir wissen, und deshalb ist auch für uns das Grundfutter so wichtig, und wir werden später in unserem Gespräch da hinkommen, was unsere Wirtschaftsweise auch mit dem Klima zu tun hat. Ja, da sind wir eh schon. Ich meine, du brennst für die Heumilch und man könnte jetzt sagen, es beginnt ein bisschen stärker zu brennen, weil es wärmer wird, weil sich das Klima wandelt. Ja. Ich glaube, du bist jetzt nicht einer, der jammert und sagt, sondern du bist einer, der es kommen sieht und aber auch Schlüsse daraus zieht und Aktivitäten setzt. Und jetzt möchte ich dich einfach fragen, wo spürst du den Klimawandel? Persönlich, am Hof? Genau. Ich glaube, wir werden das jetzt einfach in unseren Gesprächen so ein bisschen ausarbeiten. Wo sind wir schon mittendrin? Ja. Was sage ich noch kommen? Und wir haben durchaus gar nicht einmal so wenig Möglichkeiten, wo wir reagieren können. Genau. Gell, weil das ist für mich als Bauer ganz wichtig. Und meine große Leidenschaft für Heumilch kommt ja unter anderem daher, weil es mir einfach wirklich richtig taugt, wenn die Jungen so weitermachen. Gell? Mhm. Wenn ich junge Familien, wir waren letzte Woche in Vorarlberg, ein junger Heumilchbauer, 4 kleine Kinder, die Altbauern arbeiten noch mit am Hof, von dem lebe ich. Ja, gell? Es gibt Energie, das, oder? Es gibt unwahrscheinlich. Ja. Gell? Und wir sind, wo wir den Klimawandel jetzt auch bei uns daheim am eigenen Hof merken, am Heumilchbetrieb. Ich habe mit 20 Jahren schon einen Hof übernommen bei mir daheim, also sehr früh. Ja. Und glaube ich, da lernt man auch dann, dass man Verantwortung für den Hof hat, vielleicht auch fürs Leben und vielleicht ein bisschen darüber hinaus, für die Region. Gell? Mir ist einfach ganz wichtig, ich sage, jeder hat irgendein Talent. Und wenn man das für die Bauern ein bisschen nützen kann und einsetzen kann, das ist super, gell? Das ist einfach ein Lifestyle, das ist Lebensqualität. Ja, das ist so. Hat seinen Sinn gehabt. Genau. Und was natürlich ich jetzt merke, nachdem ich schon 40 Jahre Bauer bin, dass sie, und das merkt man richtig, gell? Es hat sich die Sommerperiode hat sich einfach verändert. Mhm. Wir sind sicher, das weiß Dein ich. Betrieb liegt im, was der Betrieb mein sagen? Betrieb liegt im Salzburger Seenland, ja. Also eigentlich so eingebettet zwischen dem Salzkammergut, dem Mondsee und dem Salzburger Seenland, Wallersee, Matze, Obertrammersee. Da, wo die anderen Urlaub hinfahren. Da wo die anderen Urlaub hinfahren, machen wir Milch. Generell, die Heumilchproduktion sind zwei Gebiete maßgeblich. Das ist einmal das Grönland Bergregionen. Also in Berg, im Gebirge und einmal eben das Seenland oder die Voralpen oder in der Steiermark das Murtal. Mhm. Das ist da, ist traditionell eben immer Heumilch gemacht worden. Und gerade bei uns jetzt, unser Betrieb liegt auf 540 Meter Seehöhe. Wir sind hügelig, können aber relativ gut unsere Flächen bearbeiten. Mhm. Das macht es mir möglich, dass ich diesen Obmann mache. Weil man oft denkt, da tun andere Bergbauern nur auf die Berge umgreifen, das Heuernten, da kann ich schon wieder ein bisschen für Heumilch was tun. Also das ist ja möglichst eigentlich gut. Und wir haben halt gemerkt, dass wir im Frühjahr auf alle Fälle 2 bis 3 Wochen früher sind. Mhm. Und da muss man halt dann für den eigenen Betrieb Schlüsse daraus ziehen. Und das Gleiche gibt es so ein bisschen für den Herbst. Im Herbst sind es vielleicht nicht 3 Wochen, aber auch im Herbst sind wir um 2 Wochen länger. Mhm. Das heißt, es hat sich einfach dahingehend viel verändert. Mhm.
Es hat sich aber auch verändert, glaube ich, was bei uns typisch war im Seenland. Wir haben im Herbst von Mitte September bis Allerheiligen, bis Anfang November Nebel gehabt, 6 Wochen Nebel. Mhm. Den gibt es nicht mehr. Okay. Der ist weg. Mhm. Okay? Das heißt, da ist für uns eigentlich vom Wachstum her ein bisschen besser geworden, von der Ernte besser geworden. Und auf das, glaube ich, muss man sich einstellen. Was wir merken am Hof, wir haben den ersten Schnitt früher. Mhm. Und wir können einen letzten Schnitt später machen. Aber uns fällt mittlerweile, das würde ich jetzt wirklich sagen, fast alle Jahr ein Schnitt aus. Mhm. Aufgrund der Hitze, aufgrund der Trockenheit im Sommer. Okay. Und das ist aber, das kann einmal im Mai sein, dass einfach der erste Schnitt schon so trocken war, dass vom Frühjahr gar nicht mehr Niederschlag da war. Es kann aber auch ein Jahr drauf sein, dass Juli, August so trocken war. Wie ist bei dir, ist der Ertrag, wird es weniger, tust du da schwerer oder sagst du das gleich das wieder aus? Also du hast noch den Vorteil, dass es hebt. Wir haben unseren Betrieb dahingehend umgeändert, wir denken das neu. Und das wäre auch meine klare Empfehlung an die Bauern. Okay. Wir müssen anfangen, unseren Milchwirtschaftsbetrieb neu zu denken. Okay, das ist spannend, das musst du uns jetzt genau erklären. Genau, weil es bleibt Wissen nicht 40 Jahre gleich. Ich nenne jetzt einfach ein Beispiel. Wir tun unsere Futterplanung, unsere Vorratsplanung für das Winterfutter, das haben wir völlig neu aufgestellt. Okay. Früher haben wir unseren Betrieb so gemanagt, dass einfach im Frühjahr war der Heustadt leer und dann hat es eh Weide gegeben. Jetzt gehen wir, früher sind wir so Mitte April mit den Kühen auf die Weide gegangen. Das passiert jetzt Ende März. Ja. Also du gehst da trotzdem früher raus? Wir gehen trotzdem früher raus. Obwohl noch was drin ist, vielleicht im Heustadl. Und das ist jetzt genau der Punkt. Wir haben die Vorratshaltung völlig umgestellt. Mhm. Wir schauen, dass wir einfach nur 10-15% Heu vom Vorjahr mitnehmen aufs Folgejahr. Wenn jetzt das Folgejahr trocken ist, dann haben wir einen Klassiker, dass wir einfach ausreichend Futter haben. Wenn wir das nächste Jahr trotzdem wieder vernten, dann können wir immer nur im Herbst ein bisschen Futter angeben an andere Betriebe. Mhm. Aber wir machen uns nicht mehr abhängig davon, wie das kommende Jahr wird. Mhm. Und das tun wir natürlich auch ganz, weil der eine Teil ist, was ich selber mache. Und der andere Teil ist, was wir die Betriebe empfehlen in der Beratung. Gell? Mhm. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir die Betriebe da gut mitnehmen, dass wir das besser schaffen. 10-15% hast du gesagt, so genau. Peilt sich an. Das und man kann da irrsinnig ruhig schlafen. Mhm. Ich kann das den Bauern nur empfehlen, dass man nicht immer auf die Kanten geht, was eigentlich für alles im Leben und vor allem als Milchbauer gibt. Maximal ist nicht immer optimal. Immer wenn ich auf die rote Linie zusteige, muss ich anfangen zum Denken, kann ich das vielleicht besser organisieren, ohne dass ich weniger Stress hat, die Kuh weniger Stress hat, die Wiesen weniger Stress hat. Also auf das haben wir ganz gut auf unseren Betrieb reagiert. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich finde es auch sehr spannend, wenn Heumilchbetriebe, auch wenn es betrieblich einigermaßen passt, wenn man auch die eigene Nachzucht selber nachstellt. Mhm. Da wird man flexibler. Okay. Weil wenn ich 100% Futterernte für die Milchkühe brauche, und wenn ich aber jetzt die eigene weibliche Nachzucht habe, dann wachsen die einen Hof auf, die kennen die Bedingungen, das Umfeld, die Leute, das Futter. Und wenn es wirklich einmal ein trockenes Jahr ist, dann ist vielleicht in der Steiermark mehr Niederschlag gewesen oder es ist vielleicht in Oberösterreich besser gegangen, da kann man auch für Jungvieh auch einmal Heu zukaufen. Ein extensiveres dann. Extensiveres, was wir immer schaffen alle Jahr, es ist dieses Qualitätsfutter für unsere Kühe. Glaube ich, das schaffen wir gut. Das ist auch oberstes Ziel. Was magst du, wenn ich da eine Zwischenfrage habe, magst du mit dem Jungvieh? Habt ihr Weidehaltung fürs Jungvieh? Geht ihr auf die Alm? Habt ihr irgendwo einen Paterbetrieb? Weil das ist wäre auch eine Option, dass ich sage, ich habe Jungvieh und wenn ich sehe, das Jahr wird ein bisschen, dann lagere ich die ein bisschen aus auf einen Partnerbetrieb. Wir haben es jetzt so geregelt, wir haben einen zweiten Betrieb, 3 Kilometer weg, da gingen wir mit dem Jungvieh. Mhm. Der ist auch von der Seehöhe schon her, der ist vor der Vegetation später. Also wir können da ein bisschen jonglieren. Mhm. Und wir haben auch alle Gruppen natürlich draußen auf der Weide, aber es schaut jetzt so aus, dass man im Berggebiet auf Almflächen, dass da eher der Auftrieb halt hängt ein bisschen. Mhm. Wir haben da durchaus als Milchviehbetriebe in günstigeren Lagen die Möglichkeit, uns mit allem Bauern in Zukunft noch mehr auszutauschen, wie wir das vielleicht bis jetzt gemacht haben. Das heißt, das Zusammenwachsen, so wie du das ja förderst in eurer Organisation, genau. Da haben wir noch Potenzial, dass wir sagen, okay, wir beschicken die Almen doch mit unseren Rindern und ich suche mal wen im Berggebiet. Und das braucht es immer, dass wir Bauern da offener werden, weil ich sage immer, es gibt ja 2 Möglichkeiten, man kann sich Wissen aneignen und dann sagen, aber das ist nur mein Wissen, gell? Und die zweite Möglichkeit ist, dass ich mir viel Wissen aneigne, das mit den Bauern teile. Mhm. Weil ich bin ein alter Fan davon, wenn es mir
Oder wenn es andere Bauern auch gut geht, geht es mir ja deshalb nicht schlechter. Da geht es mir auch gut. Ja. Wir sollten ganz, es sollte uns überhaupt gelingen, dass wir ganz viele Bauern mitnehmen. Und ich glaube, ich würde es in der Runde schon mal sagen, ich sage oft bei den Versammlungen, wir haben ja in allen Regionen jedes Jahr die Versammlungen für die Bauern, wo wir neue Erkenntnisse uns austauschen. Und ich sage immer zu deinen Bauern, auch gerade die Jungen, die vor die Schulen kommen und vielleicht schon daheim im Hof einsteigen, ich sage immer meine Aussage, die Bauern haben aus meiner Sicht wirklich gute Zukunft. Absolut gute Zukunft. Da lachen alle, das taugt einer. Dann sage ich aber nicht jeder. Da schauen sie dann. Da schauen sie. Das heißt, jene Bauern, die sich engagieren mit dem Betrieb, wirklich versuchen auf der Wiese das Beste zu machen. Und wir haben immer die Möglichkeit als Bauern, wir können jeden Tag ein Stück besser werden. Jeden Tag. Mhm. Da brauchen wir nicht 10 Jahre warten. Und wir brauchen aber nicht immer größer werden und noch Nein. maschineller werden, oder? Nein, wir müssen besser werden. Gell? Mhm. Und da kann man beide Systeme verbessern. Okay. Ich war jetzt beim Bauern in Vorarlberg. Der ist seit 3 Jahren neu eingestiegen in die Heumilchwirtschaft. Der ist um 1500 Kilo in der Milchleistung zurückgegangen, gell, und hat unterm Strich das Gleiche. Ja. Der hat alle möglichen Futterkomponenten aus überall zusammengezahlt. Unser oberstes Ziel am eigenen Hof ist, unkompliziert Bio-Heumilch zu erzeugen. Mhm. Weil ich kann, das heißt, die Futterbasis, das Düngen, man kann alles ganz gut durchdenken und dadurch auch sehr erfolgreich sein. Und es ist schon entsprechende Leistung wichtig, aber es ist die Höchstleistung überhaupt nicht entscheidend für einen Erfolg. Oder? Genau, gar nicht. Mhm. Eben ja, gar das nicht. Das haben wir bei Low-Input-Projekten auch immer wieder festgestellt. Ja, genau. Das ist so. Ich habe aber die Futterplanung angesprochen. Was jetzt eben dazukommt für uns am Hof, und da kommen wir dann irgendwo rein, da man sagt, was haben wir am eigenen Betrieb verändert, seit wir das Klima, die Klimaveränderung wahrnehmen. Das heißt, wir können uns zum Beispiel jetzt aufgrund der Änderung nicht leisten, dass man das wächst bei uns eigentlich so Ende April oder zweite Hälfte April, Mai, da haben wir richtig Wachstumsschub. Mhm. So früh schon. Genau. Und wenn uns da nicht gelingt, dass wir das Futter für wertvolles Heu für die Winterfütterung konservieren können, sprich ernten können. Dann verspülst du viel in kurzer Zeit. Da verspülen wir in 3 Wochen verspülen wir ganz viel. Gell? Ganz viel Liter Milch, ganz viel Futteraufnahme. Richtig. Und auf das haben wir reagieren müssen. Mhm. Wir haben einen eigenen Berater für die Heumilchbauern, Kittel Matthias. Und da merkt man einfach, das ist gar nicht so einfach. Man fährt zum Bauern hin auf eine Erstberatung. Beispiel, Salzburger Betrieb, 30 Hektar. Der macht auf 30 Hektar Bodenheu. Mhm. Das war ja früher normal und war halt so. Das hat keine andere Möglichkeit gegeben. Und wenn dann so einem Bauern einmal sagst, lieber Freund und Kollege, weißt du überhaupt, dass du 30% von deinem Futter einen Verlust hast? Und die wertvollen Teile bräuchten. 30%, die Blätter, wo die Mineralstoffe, die Vitamine, die Spurenelemente, das Rohprotein bleibt alles auf die Wiesen hin. Und das sind so Stellschrauben, wo wir jetzt auch als verantwortungsvolle Funktionäre, glaube ich, reagieren sollen in der Beratung, dass wir die Bauern helfen, dass wir ihnen das aber so näher bringen, dass sie es annehmen. Und gell? Dass auch nicht nur ein Verkaufsgag ist, genau. Weil da muss man schon aufpassen. Also es gibt schon technische Einrichtungen, die teuer sind und nicht viel bringen. Genau, da hilft auch nicht der Fingerzeig. Gell? Man muss die Bauern da auch abholen, wo sie gerade sind, und dann aber helfen. Mhm. Und sie sind halt hinterher irrsinnig dankbar. Ja. Gell? Was man da erfährt, und da haben wir schon gemerkt einfach, wir nachdem uns ja im Sommer, und das gilt ja glaube ich in vielen Regionen, im Sommer fällt uns in der Regel ein Schnitt mehr oder weniger aus. Mhm. Das können wir aber aufgrund, und da ist der Klimawandel, man kann sagen, ja, aber dafür haben wir im Frühjahr eine bessere Zeit. Möglichkeit und im Herbst auch. Aber du brauchst im Prinzip die Schlagkraft und hast du investiert. Genau, und das schaffen wir nur, und da sind wir eben in der Beratung, früher war das ja so ein Bereich, wo man gesagt hat, ja, die Bauern tun da Heu trocknen, braucht Energie, und wird sie diese Energie, werde ich was sagen. Ja. Und da haben wir uns ja sehr gut entwickelt, das ist für mich eine unter vielen, aber ganz eine große Leidenschaft, dass man die Heutrocknung sehr energieeffizient, mit nachhaltiger Energie, was jetzt zeitgerecht und so wie uns das Klima in manchen Bereichen zusätzliche Herausforderungen beschert, können wir aber da wieder auch die Energie, die mittlerweile irgendwo auch zur Verfügung steht, gut nutzen. Das ist in dem Fall eben so, dass wir in der Bauern ganz stark in der Beratung sind, was Heutrocknung angeht. Damit schaffen wir es auch, dass wir die Konservierungsverluste von 30% Bodenheu auf unter 10% unter Dach fertig trocknen. Mhm. Und wenn ich das gerade erklären darf, jetzt vom System, vom Klima, wie wir das machen, wir tun immer nur mit der Sonne in etwa
bis 65% Trockenmasse auf der Wiese vortrocknen. Da ist viel Wasser dann schon weg. Das muss man die Bauern sagen, das meiste Wasser sollte die Sonne wegnehmen. Gell? Mhm. Es ist ein Unfug, ein Hai mit 40% Trockenmasse einfahren. Ja. Das ist aus mehreren Gründen. Ja. Aber 65%, das ist so, das kann mal 60 sein, das kann mal 70 sein. Ja. Gell, da geht's, das ist auch keine Religion. Das ist keine Religion. Ja. Aber in etwa in dem Bereich 65%, das ist deshalb so wichtig, da haben wir noch so viel Restfeuchte, dass uns genau die wertvollen Bestandteile. Die Blattl nicht abbröckeln. Da bringen wir die Blattl im Heistall. Mhm. Und das ist für mich fast die größte Auszeichnung, im eigenen Heistall zu stehen und dann so Futter in der Hand haben, wo jetzt Kleeblattl, wo ein Spitzwegerich, gell? Wo gerade alle diese Dinge auch die Chance haben, dass sie mit am Stock kommen. Das ist alles Futter, Mineralstoff, was wir alles nicht zukaufen brauchen. Okay, das ist ganz wichtig. Und damit aber das Heil lagerfähig ist, muss man es auf 13, idealerweise auf 10% Restfeuchte runterdrucken. Mhm. Und das machen wir aber am Heilstock. Mhm. Und da haben wir mittlerweile viel Know-how. Ich würde auch sagen, dass wir im Bereich der Heutrocknung sind wir mittlerweile in Österreich klar die Nummer 1. Klar, die Heumilchbauern oder wer? Genau, die Heumilchbauern. Wenn ich sage, wir als Organisation, okay, der Arge Heumilch und wir als Zusammenschluss der Heumilchbauern. Es war für uns so wichtig, dass wir uns da auch mit der Technik, mit der Forschung, mit der Wissenschaft, was braucht der Qualitätsheu, eine Zahl dazu. Ein Heutrocken soll so ausgelegt sein, dass man innerhalb von 70 Stunden, das hört sich so viel an, das sind aber nur 3x24 Stunden, gell, eigentlich soll in 3 Tagen das Heu fertig getrocknet sein, plus dann noch 4 Tage nachbelüften, jeweils 1 Stunde. Dann haben wir super gutes Futter. Und das haben wir früher nicht gehabt. Wir haben entweder gar keine Trocknung gehabt oder eine Kaltbelüftung. Kaltbelüftung war dann so, beim Schönwetter ist ja, beim heiligen Schönwetter, man hat das Heu eingefahren, wenn es dann eine Woche geregnet hat, dann hat man durchgeblasen müssen, damit der Stock nicht zusammensitzt. Ich kenne das von daheim. Und dann haben wir eine Woche nasse Luft reingeblasen. Und dann haben wir aber schon 2-3 Tage wieder trocknen müssen, damit wir nur die Feuchtigkeit ausgeblasen haben, die wir selber reingeblasen haben. Und dann haben wir eigentlich erst das Heu trocknet. Dann hat man auch klarerweise den Wasserdeckel drauf, also total ungünstig. Und da haben wir jetzt Systeme mit und da haben wir eigentlich eine neue Seite aufgeschlagen im Bereich der Trocknung, PV, und da helfen uns auch so Initiativen vom Ministerium, klimaaktiver Bauernhof, ja, energieautarker Bauernhof, das hilft uns da wirklich. Und das ist dann nicht auch vom Ministerium irgendein Gag, sondern das hilft die Bauern tatsächlich weiter. Und das tun wir jetzt ganz stark propagieren. Und wenn ich jetzt vielleicht unser System nur erklären darf, wir haben eine sehr, sehr große PV-Anlage, also wo wir wirklich für unseren Betrieb gut, unser Betrieb ist zu 100% übers Jahr gesehen, klarerweise 100% von der elektrischen Energie autark, völlig als ganze Möchen. Wir tun selber das Getreide mischen, malen. Das heißt, du produzierst so viel Energie, wie du selbst brauchst. Natürlich gibt es Tage, wo du beziehst, genau, aber du hast da Liefertage. Es gibt Tage, wo ich beziehe, genau, weil wenn wir im Sommer nicht heim gerade tun, tun wir ins Netz einspeisen. Ich sage jetzt als Bauer, das Netz ist unser Lager. Und das wird man auch in Zukunft von den Kosten her so ausgleichen, auch von den Energieversorger. Vermutlich werden die Energiekosten, glaube ich jetzt, die reinen Energiekosten werden vielleicht sogar noch mal sinken zu den Zeiten, wo PV-Strom entsteht. Dafür wird der Netzpreis steigen. Man muss das Netz ausbauen. Aber ich sehe das so, das ist ganz normal, eine Symbiose. Wir produzieren Energie und das Netz ist für unseren Betrieb daheim das Lager. Wir tun, wenn wir mehr produzieren, einlagern, wir tun aus, wir tun ein. Nur ist es jetzt so, wenn wir Heu machen, ist immer schön wieder. Also immer, wenn wir Heu ernten, ist ja eigentlich schön wieder. Und das muss man sich einmal zergehen lassen. Wir sitzen auf dem Heukran, 20 kW, und man weiß, die Sonne betreibt den. Es ist irre. Es rennt der Ventilator schon während einfahren, und wir wissen, die Sonne betreibt den Ventilator. Da kriegt man einfach auch ein irrsinnig gutes Gefühl. Und wenn wir jetzt nur mit dem Ventilator laufen, da kann ich auch von unserer PV-Anlage ja das Heu vom Nachbarn trocknen. Von der Strommenge. Natürlich haben wir das in der Nacht nicht, aber da tun wir halt wieder vom Netz aus, dafür tun wir anders mal rein. Und was uns bei der Solartechnik jetzt sehr zugute kommt, das können, glaube ich, gerade wir Heubauern am meisten profitieren. Das können vielleicht andere Systeme nicht so, weil wir die Wärmeenergie und die elektrische Energie nutzen können. Die Wärmeenergie, das musst du uns jetzt erklären. Die Sonne streut auf die Solarpaneele drauf. Okay, und du sagst unten die. Da ist, genau, das ist ein Zwischenraum, den tun wir auch berechnen. Das tun wir alles in Zufall nicht überlassen, den tun wir berechnen, den Querschnitt. Und da unten tun wir die heiße Luft absaugen.
und das sind alles Beiträge fürs Klima. Und alles, was wir da mit der Sonne machen, brauchen wir nicht mit fossilen Energieträgern ausgleichen. Ja. Das heißt, wir tun da, ich sage jetzt mal, 10 bis 15, manche bis 20 Grad Anwärmung. Mhm. Und da gibt's eine Zahl. Man weiß, wenn man in der Halttrocknung die Luft um 7 Grad anwärmt, hat man schon doppelte Trocknungsleistung. Ja. HX-Diagramm heißt das in der Physik. Ja, da haben wir Wasseraufnahmekapazität. Ja, gell? Genau. Und da haben wir gleich mal 15 Grad Anwärmung nur von der Sonne. Das heißt, wir tun dann, und eine Halttrocknung von jetzt, die haben eigentlich alle Steuerung dabei. Intelligente Steuerung. Das heißt, man sollte sich auch die Technik, da wo es Sinn macht, wo wir effizienter werden, wo wir Energie einsparen, sollte man sich auch die Technik zunutze machen. Diese Steuerungen, die fahren dann im Sommer, wenn wir viel Solarstrom und Solarwärme haben, beides, fahren die mit der Leistung vom Wendelater oben, auf wie halt, volle Leistung. In der Nacht, wenn wir keinen Befahrstrom haben, fahren wir aufs Minimum. Und die Steuerung kann das alles mit Luftgeschwindigkeit messen. Und dazuherzen ist das auch ein Thema? Mit Hackschnitzel? Dazuherzen mit Hackschnitzel machen auch viele Bauern. Okay. Die einfach in einem eigenen Wald sowieso, das Schadholz anfällt und alles mögliche Holz anfällt, ist eine sehr günstige Lösung auch in der Errichtung. Es hat einen Pferdefuß. Mhm. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man Luft gut anwärmt zu Halttrocknen. Es ist einmal mit Hackschnitzel, mit eigener Biomasse vom eigenen Betrieb. Ja. Der Unterschied ist, oder mit Wärmepumpentechnik. Mhm. Der Unterschied von beiden Systemen kann man kurz erklären. Wenn ich mit Hackschnitzel die Luft anwärme, dann blase ich die warme Luft einmal durch und die Wärmeenergie ist für immer verloren. Mhm. Das heißt, ich kann es nur einmal nutzen. Ja. Und das ist jetzt der große Unterschied zur Wärmepumpe. Luftentfeuchter Wärmepumpe arbeitet ähnlich wie im Warenhaus eine Wärmepumpe. Im Warenhausbereich haben wir ungefähr einen Wirkungsgrad von 1 zu 3,5, vielleicht 1 zu 4. Mhm. Bei der Halttrocknung haben wir einen Wirkungsgrad von 1 zu 7. Mhm. Das heißt, wir tun zuerst die Energie schon mit Solar, mit PV erzeugen. Und dann hat diese Sonnenenergie produzierte, was wir haben, die hat dann einen Wirkungsgrad von 1 zu 7. Das heißt, wir haben da einen gewaltigen Hebel. Das heißt, jetzt vom Ablauf her, die warme Luft geht das erste Mal durchs Heu durch. Dann habe ich eine Wärmerückgewinnung. Genau. Das heißt, das ist ein Kreislauf. Ja. Ich kondensiere das Wasser wieder, die frei werdende Energie nehme ich wieder, um die Luft, die ich wieder einführe, wieder anzuwärmen. Genau. So ist das, oder? Das ist genau der Prozess. Wir tun gleich am ersten Tag, wo wir Heu eingefahren haben, machen wir die Stadel dazu. Und dann tun wir die Wärmeenergie, die wir immer im Kreis fahren. Wir tun nur die Feuchtigkeit außer. Die rinnt weg. Und das funktioniert über Kühlen, gell? Wenn man die Luft wird abgekühlt, das Wasser kondensiert, fließt weg. Und dann ist ein zweites Register, wo die Prozesswärme vom Aggregat wieder zugesetzt wird. Ich sage jetzt wirklich an Zahlen ausgedrückt. Wenn wir heuer einfahren, da kommt oben die Luft von der Belüftung mit 88, 90% Feuchtigkeit. Relativer Luftfeuchtigkeit raus. Und mit 25 Grad. Und diese warme und vollfeuchte Luft wird durchgesaugt, die geht dann, und wir haben dann, die Luft wird quasi aufgebessert wieder, und wir haben da Luft zur Verfügung, die wieder unten eingeblasen wird, mit 38 Grad, weil es angewärmt so wird, und mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30% bis über 25%. Da hat sich technisch ja ganz viel getan in den letzten Jahren. Da hat eben ganz viel getan, und da sind wir eben, und das hat die Bauern ermöglicht, die Schlagkraft zu erhöhen, den Energieeinsatz total zu minimieren. Und vor allem, wir kennen jetzt eines. Wir haben jetzt nicht mehr die Angst, dass wir im Mai nicht heim können, weil es regnet. Man kann wirklich bei kurzen Schönwetterfenstern. Das ist für den Schlaf auch gut, oder? Das ist für den Schlaf gut. Und das braucht man. Und vor allem für den Schlaf im Herbst. Ja. Früher war es bei uns daheim so, dass wir in der ersten Septemberwoche haben wir nochmal heim können. Und dann haben wir gewusst, so. Jetzt wächst es. Heuer war es. Jetzt kriegst du nicht mehr rein. Und es hat oft noch so gut gewachsen. Und man hat dann so viel Futter. Und man hat vielleicht im Sommer Trockenheit gehabt, man hat viel zu wenig Heim im Stadl, nur man hat alles, was im Herbst zuwächst, hat man nicht mehr trocknen können, und das können wir jetzt, bis Ende September, die ersten zwei Oktoberwochen, gell, wir können heuer nochmal richtig gut Heim machen. Du, jetzt, ein Bauer wird, und eine Bäuerin wird sich jetzt vielleicht fragen, wie viel kW brauchst du wirklich jetzt fürs Heimtrocknen, so auf deinen Betrieb? Genau. Kannst du uns da was so? Das ist jetzt so, wir haben, wir haben, wir haben es in Cent oder wenn ich sage, wie viel brauchen wir Strom pro Kilogramm Trockenmasse? Gell? Das haben wir gut ausgewertet. Das haben wir auch von vielen Betrieben, damit wir einen Schnitt haben. Wir reden da von 1 bis 1,5 Cent, Euro Cent pro Kilogramm Heu. Was das kostet. Da haben wir aber dann, quasi die Verluste vom wertvollen Gras unter 10% gehalten. Wir machen bei uns eigentlich alles Heu, was wir ernten,
ist 24 Stunden, vom Mahn ist es in der Belüftungsbox. Okay. Wir lassen auch im Hochsommer eine halbe, nie eine zweite Nacht liegen, selbst wenn es nächsten Tag 30 Grad hat. Das heißt, du machst heute am Vormittag, wenn es abtrocknet ist, dann tust du wenden. Dann einmal wenden, am zweiten Tag einmal wenden, Vormittag, und dann geht es in die Box. Geht's in die Box. Genau. Okay. Vielleicht, weil wir jetzt gerade dabei sind, ich würde ganz stark empfehlen, die Bauern, auch in der hohen Ernte, das muss man richtig erklären, sonst könnte man es falsch verstehen, wir würden wirklich große Arbeitsbreiten empfehlen. Okay. Das ist interessant, weil man könnte immer sagen, tun wir die Technik sparen, was geht. Und dann nicht so viel Gewicht vielleicht? Ja, genau. Aber das ist in den Gesamtkosten ist das nicht wirklich gescheit. Okay. Das heißt, ein breiterer Kreisel auch für kleinere Betriebe. Gell? Wenn er statt ein Viererkreisler einen Sechser fährt oder einen Achter, dann tut er mit dem Traktor, weil da braucht oben noch keinen schweren Traktor, dann tut er schon mal nur mehr die Hälfte die Wiesen überfahren. Mhm. Und er schafft in kurze Schönwetterfenster wirklich eine gute Futtermenge. Okay, da ist auch Schlagkraft drinnen. Das genau. Muss ich damit sagen. Und der Punkt ist einfach, er fährt dann mit dem fast doppelt so breiten Fahrer auch in der Afer halt doppelt so lange Jahre. Kann man ein bisschen langsamer fahren, dann hat er noch weniger Bröckelverluste. Wir tun zum Thema Geschwindigkeit. Wir haben gelernt, ich sage gerne Bauern immer bei Seminaren, müsst ihr euch merken, wenn ihr kreiseln dort und da staubt es hinten so aus, das sind nicht nur die Hablammer, das sind vor allem die Euros. Das verstehen sie wirklich gut. Wenn ich einer sage, du Freunde, wenn ihr da so mit so einer Drehzahl fahrt, müsst ihr euch immer, ihr dreht euch um, da fliegen nur Euros hinten aus. Das kapieren sie. Das heißt, wir haben da völlig umgedacht, wir tun einen ersten Schnitt, auch beim ersten Mal kreiseln durchaus mit hoher Drehzahl noch, 480, 500 Drehzahl, dann müssen wir das Futter auch ein bisschen herknacken, aber wir tun dann in den Folgekreiseln, tun wir nur mal mit 290, 320 Zapfen Drehzahl. Das schaut dann aus, wenn es auf der Wiesen liegt, wie Recher geerntet. Mhm. Okay, da liegt überall so viel Geld drin. Wie ist Palmbelüftung aus deiner Sicht? Ist auch ein Thema. Gibt Betriebe bei euch, die machen genau. Das, gell? Es gibt aber sehr erfolgreiche Palmbelüfter, das ist interessant, glaube ich, das sollte man in dem Zusammenhang schon erwähnen, die dann durch auf lose Heutrocknung umstellen. Okay, sie gehen wieder zurück. Ja. Also Palmheu ist einfach ist schon schwieriger, gell? Schwieriger. Nicht so effizient. Nicht so effizient, auch von dem Energieaufwand nicht so effizient. Das Nachbelüften kann man nicht sogar machen, weil wenn ich einen losen Stock habe, da tue ich nächsten Tag wieder 1,5 Meter drauf, dann wird das untere fertig getrocknet, das obere schon mitgetrocknet. Darum ist das von dem Energieeinsatz ist lose viel effizienter. Okay. Und beim Balen liegt eigentlich 100% vom Ergebnis, liegt eigentlich 80% am Pressen. Mhm. Also richtig pressen. Mhm. Und wenn halt ein Landunternehmer von Betrieb zu Betrieb, da ist dann das ein bisschen unbefriedigend, wie das gemacht werden. Du, wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, ja. Du kommst viel herum, ja. Klimawandel, Anpassung, was sind so deine Tipps, die du den Bäuerinnen und Bauern mitgeben möchtest? Klima, wir merken auch, weil wir sind alles Milchproduzenten und es wird Kraftfutter ergänzt und dazugefordert und das passt auch. Wir merken, dass gerade auch der Kraftfutterzukauf in Grönlandregionen gibt es eigentlich so viel wie kein Kraftfutter für die Kühe und das glaube ich ist auch gescheit. Deshalb, ich bin ein ganz starker Verfechter. Die Milchkuh wird noch mehr ins Grönland zurückwandern, wie sie es jetzt ist. Das ist deine These, das gell? Ist 100, das ist meine feste Überzeugung. Mhm. Gell, weil es ist einfach ein Unfug, dass man Lebensmittel, die eigentlich Menschen auch verzehren können, dass man diese in Unmengen an Tiere verfüttert. Das wird die Gesellschaft nicht mehr wollen, das wird sie ökonomisch nicht ausgehen. Und das wird sich auch nicht ausgehen, wenn alle Leute der Welt ein bisschen was zum Essen haben. Ich meine, das ist auch eine Botschaft, die man ein bisschen mitgeben kann, genau. Über das nachzudenken. Wenn ich mich als junger Bauer orientiere, wo gehe ich hin, oder? Genau, genau. Mhm. Und das hat vor allem auch eine Konsequenz für mich und das hängt mit dem Klimawandel unmittelbar zusammen. Ich bin überzeugt, dass Kraftfutterpreise, die werden sich mit dem Klimawandel nach oben, nach unten. Ich glaube, wir werden Situationen haben, wo einfach Kraftfutterpreise so horrend teuer werden, dass es erstens für den Bauern gar nicht mehr rechnet. Und der Bauer, der dann von der Kirche auf Hochleistung sein Betriebskonzept ausgelegt hat, ja. Der wird immer von dem abhängig sein, was ein Klima, ein Weltklima macht. Mhm. Ja, und eine so Abhängigkeit sollten uns wir Bauern, glaube ich, überhaupt nicht begeben. Mhm. Also wir tun Kraftfutter ergänzen, aber das kann nicht der Klotz sein, dass man sagt, wenn der Klimawandel Kraftfutter verteuert, dann haben wir daheim ein Problem. Das oder ich genau brauche das Kraftfutter, damit das Rad sich überhaupt dreht, weil wenn ich genau. Auf den letzten Zacken arbeiten. Das heißt, und ich glaube, das wird ja auch von der Forschung und gerade jetzt von Raumberg-Gumpenstein stark kommuniziert, es geht schon um so eine Standortangepasste. Ja. Und der Professor Heiger hat einmal gesagt, die Sommerfrischlerin
mit 4.000 oder 5.000 Kilo Milch können wir uns auch nicht leisten, aber da gibt es ganz viel dazwischen vor der 12.000 Liter Kur. Mhm. Und da drinnen, glaube ich, sollte man einen guten Weg finden, dass wir da wirklich gut unterwegs sind. Was wir jetzt nur bei unserem Betrieb machen, ich glaube, die Bauern müssen lernen, ein bisschen flexibler zu werden. Okay. Flexibler in dem Grund. Wir tun jetzt heute Nachmittag und morgen tun wir einen Schnitt machen, der eigentlich nur Wochen vertragen würde. Wir wissen aber, und das machen wir jetzt seit ein paar Jahren, wir haben jetzt ein Nachsaatgerät, wo man in die Grundlandbestände, da fahren wir mit Rotklee Reinkultur. Das heißt, wir tun jetzt dann 8 Kilo, 7 Kilo, 8 Kilo okay. mit dem Rein einschlitzen mhm. im Bestand einsammeln. Okay. Wir machen das jetzt schon ein paar Jahre. Ins Dauergrün. Ins Dauergrünland. Okay. Und da machen wir durchaus gute Erfahrung. Mhm. Und gerade jetzt mit diesem Rotklee schaffen wir einfach die Trockenheit besser. Mhm. Tieferes Wurzelsystem. Genau. Mhm. Ich tue das für das Wurzelsystem enorm gut. Wir kriegen Rohprotein ins Grundfutter. Ja. Geschmackhaft. Hilft uns eben wieder nur, und das haben wir wieder bei der hilft uns nur, wenn wir es so trocknen können mit der Heutrocknung, dass uns die Blattle halten bleiben. Ja. Das ist immer komplex. Man sagt, man kommt immer wieder zurück, aber da machen wir jetzt gute Erfahrungen. Viele Betriebe machen das bei uns jetzt. Mhm. Man muss die Maschinen nicht selber kaufen. Wir haben da Gemeinschaft für 24 Bauern. Mhm. Gell? Und das kann man gut organisieren. Das heißt, wir tun jetzt 15 Hektar Weghain noch heute Morgen. Okay, und du bist halt bei mir da. Danke. Ja, mhm. Nachmittag tun wir machen. Und komm mit. Ja, das ist eine feine Arbeit. Und das tun wir aber deswegen wirklich, wir haben gesagt, okay, dafür verzichten wir jetzt auf ein paar hundert Kilo Hai. Und wir merken halt, früher haben wir immer früher noch gesagt, das sind jetzt, glaube ich, 7, 8 Jahre, machen wir spät, also Ende August. Anfang September, es wird der perfekte Zeitpunkt. Ja, da bin ja ich aber schon. In der ist er. Da ist er. Man soll nicht nach Mitte Nein, September, genau. ist schon sehr... Und da kann man, das müssen die Bauern einfach wissen, da kann man so viel Gutes für sein Wissen tun. Mhm. Okay? Und da sind die Kosten so überschaubar. Ja. Man muss die Maschine nicht selber kaufen, das ist alles teure Technik, aber hochwertige Technik. Und die Maschinen rennen jetzt auch, gell? Die rennen jetzt jeden Tag. Mhm. Und das tun wir jetzt. Und glaube ich, das muss man auch als Bauer wissen. Und ich würde auch sagen, wir haben mal früher gesagt, wir haben halt genau 3 Schnitte oder wir haben genau 4 Schnitte im Jahr. Das wird fließend. Mhm. Mhm. Das ist ja beim Heimachen generell, glaube ich, das Thema. Wir können auch bei unserem Betrieb, wir haben eine gute Trocknungstechnik, aber wir können auch beim ersten Schnitt müssen wir ungefähr 4 bis 5 Chargen den ersten Schnitt wegbringen, mhm. damit man den trocknen kann. Und wenn man jetzt den ersten Schnitt zeitverzögert, mosaikartig genutzt hat, dann ist das klarerweise bei den Folgeschnitten auch das Thema. Ich sage jetzt mal, es gibt was Schlimmes wie Haiarbeiten. Haie machen ist für mich schöne Arbeit. Mhm. Aber natürlich sind wir schon fast den ganzen Sommer, da ist immer irgendwo, sobald die Sonne ausscheint, ist irgendwas zum Haien. Aber ist für die Biodiversität nicht schlecht, ist oder? Ist für die Biodiversität natürlich ein Klassiker. Da haben wir zwischendurch noch die Weideflächen, gell, wo die Kurfladen liegen. Ja. Bei uns hat alles Platz. Mhm. Auch, trotzdem machen wir auch sehr wertvolles Energieheu von Flächen, die wirklich gut genutzt werden. Ja. Gell? Und das tun wir ganz bewusst. Da hätten wir uns vielleicht vor 20 Jahren noch entschuldigt. Das machen wir jetzt ganz bewusst, weil das ist eigentlich unser Getreide. Ja. Okay. Bei dem produzierst du Milch. Und aus dem Grundland viel Milch zu produzieren, da braucht man auch Flächen, die besser genutzt werden, genau. wo man gute Bestände hat, okay, wo auch ordentlich, die Bauern glauben, manche Bauern, das tut mir ein bisschen leid für Nebenerwerbsbauern. Muss man auch einmal sagen, wir haben in Österreich viele Nebenerwerbsbauern, der ist mit der Pflichtschule fertig und dann macht er Schlosserlehrer oder Maurerlehrer oder Bürokaufmann, was immer. Und das tut mir für den ein bisschen leid, die verlieren einen Faden für das Fachwissen auf der Wiesen. Mhm. Es gibt dann schon auch viele Bauern, es betrifft auch ältere Bauern, klar, die glauben, wenn der Wiesen grün ist, dann ist da schon gut groß. Ja. Das ist genau nicht der Fall. Mhm. Und wir tun, was wir ganz stark propagieren, das ist für mich sowieso der Klassiker, als Grönlandbauer darf es überhaupt nicht passieren, dass ich nicht einmal in der Woche über die Grönlandbestände überrenne. Und das machen wir aber nicht vom Traktor aus, weil die Traktoren sind aber größer geworden. Ja, immer weiter weg vom Traktor. Da muss ich gehen, zu Fuß, am besten barfuß, ja. Und ich sage immer, der Biobauer von früher, das war der mit dem zerrissenen Strohhut und mit den kaputten Gummistiefeln. Und der gute Biobauer von heute ist vielleicht jener, der auch barfuß über die Wiesen geht, aber vielleicht ein Laptop mit hat oder ein Tablet. Mhm. Gell, der sie wissen halt, was sind das für Pflanzen, was auch immer. Das heißt, das ist für mich
mindestens so wichtig wie jeden Tag machen. Einmal in der Woche über die Bestände gehen, dann kriege ich ein Gespür, aha, jetzt haben wir gerade eine Phase, wo es voll wächst. Oder jetzt eigentlich ist das groß, die Wochen kaum mehr waren. Man muss in der Lage, und da tun wir dürfen nicht mehr noch Kalender machen, dann mal sagen, ja. Das ist mal ganz wichtige Botschaft heute. Ja. Wir dürfen nicht noch Kalender machen, wir warnen noch der Pflanze. Mhm. Das heißt, wenn es richtig wächst, dann darf ich das nicht übersehen. Und wenn es vielleicht einmal schon fast 10 Tage eh steht, weil es so trocken ist, und das haben wir heuer gemacht, wir haben dann einen Schnitt weggenommen, wo ganz wenig Ertrag war, aber da ist halt zum Teil oft nur mehr das Reigrasstankerl, mhm. Das Bodengras war einfach verbrennt. Mhm. Mhm. Und da muss man auch als Bauer, wie jeder Bericht, den muss man immer für die nächsten zwei Wochen muss ich wissen, was passiert mit dem Wetter. Ja. Genau. Und da muss ich halt auch mal einen Schnitt wegnehmen, wo ich sage, da kommt jetzt nicht viel zusammen, aber jetzt kommt ein richtiger Klassiker, die nächsten zwei Wochen, es wird Regen geben, es hat Temperatur. Ich kann düngen. Mhm. Und vor allem ja für den Neuaufwuchs die besten Bedingungen. Ja. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen flexibler werden. Okay. Da sind wir zu starr. Mhm. Wir haben gesagt, wir machen Ende Mai, wir machen dann ungefähr am 31. Juni und dann nochmal Mitte August. Mehr noch Kalender gibt es nicht mehr. Okay. Funktioniert aber nur, wenn die Bauern selber über die Wiesen gehen. Mhm. Okay, und vielleicht die Kinder mitnehmen, damit sie es lernen. Die Kinder. Und da werden sie die Bauern, da müssen wir uns viel weiterentwickeln. Und für mich ist halt dann ganz wichtig, einmal was auch mir am Hof, ich glaube, ich habe jetzt so ein bisschen erzählt, und dann ist aber, wie weit schaffen wir es, dass wir da viele von unseren Bauern mitnehmen? Mhm. Okay, weil, das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung, aber das ist durchaus eine tolle Sache. Das Gleiche, also wir bemühen uns ja, die Forschungsergebnisse rauszubringen. Ihr bemüht euch, die Bauern mitzunehmen auf eurem Weg, oder? Genau. Die Forschungsergebnisse, die helfen uns ja dann, wenn uns gelingt, einfach von den Ergebnissen zu den Bauern bringen. Gell? Wenn die Wissenschaft und Forschung trifft Bauern und umgekehrt. Ja. Wir wollen auch gern Fragestellungen an die Wissenschaft geben, ja. Gell? Wo wir glauben, da brauchen wir. Ja, super. Und das, glaube ich, dieser Austausch ist ganz wichtig. Ja. Und das Wichtigste ist für mich die Botschaft an die Bauern, schaut einfach, dass ihr ins Tun kommt. Dass ihr ins Tun kommt. Ins Tun kommt. Okay, gell? Was meinst du damit? Einfach nichts zu tun. Ja, ich habe mir alle Bauern, haben wir eigentlich den Klimawandel. Vom Jammern ins Tun? Genau. Oder so? Und da muss man immer wissen, Klimawandel können wir nicht mit einer Maßnahme begegnen, sondern wir können den Klimawandel nur mit vielen kleinen Maßnahmen begegnen. Viele Schrauben. Und die müssen wir kombinieren. Mhm. Okay? Und ich glaube, um das geht es ein wenig und dass man da auch das Bewusstsein für die Bauern schaffen. Es gibt ja heine Leute, die sagen, der Klimawandel ist eh nur alles Märchen, Schmäh. Ja. Das sind jetzt die wenigsten, die das noch glauben. Gell? In der Landwirtschaft nicht mehr. Wir sind alle Jahr, glaube ich, damit konfrontiert. Ja. Okay? Und es wird einfach ganz wichtig sein, und darum glaube ich, dass ja die Bauern so gute Zukunft haben, die einfach gewillt sind, dass sie auch entsprechend gut in Bildung investieren. Wir haben kein schlechtes Bildungssystem im landwirtschaftlichen Bereich in Österreich, das muss man so. Wir sagen ja die Abgänger, gell? Die sind top. Ja. Genau. Sind am Arbeitsmarkt, das heißt. Richtig, genau. Und da müssen wir auch dranbleiben, dass uns das nicht passiert, dass sie nach der Landwirtschaft, entweder dreijährig oder fünfjährig mit Matura, dass da denen nicht der Faden reißt. Mhm. Dass wir verschiedene Bildungsangebote da bieten, dass einfach das Bewusstsein für Grönland ist ja in Wirklichkeit ein Klassiker, weil man weiß, dass ein Grönland mehr Rohprotein produziert wie ein Sojafeld. Ja. Cool, ja. Gell? Das ist ja für uns. Ja, wir sagen es noch nicht, gell? Genau. Mhm. Wir dürfen uns, glaube ich, viel mehr zutrauen, dass wir uns sagen. Und dann geht es auch bei den Bauern, es gibt ja Bauern, die sind halt totale Maschinenfreak. Auch da muss man die Bauern ein bisschen eingreifen, dass man sagen, wir brauchen Schlagkraft, aber es muss nicht jeder alles selber haben. Gell? Da kann man wirklich viel gemeinsam tun. Trotzdem sollte man schauen, dass man das Futter da ernten können, wenn es von der Pflanzen vom Futter passt. Ja. Und nicht, wenn wir sagen, jetzt ist dann eh 4 Tage schön. Ja. Da haben wir schon das ganze Jahr verspielt. Ja. Und wir sind halt innerhalb in der Milchproduktion, das ist halt anders als wie in Neuseeland. Wir müssen immer wissen, das Futter, was wir im Sommer ernten, gell, das ist schon mal mindestens 6-7 Monate. Und wenn wir da einen Schnitt richtig verhauen, das straft uns das Jahr. Und wenn man weiß, dass die Futterkosten eigentlich 50% der variablen Kosten sind, ja. Gell, dann müssen alle Glocken bei uns Bauern läuten, dass ich am Futter da anpacke. Na gut, wir kommen schon zum Schluss. Gibt es noch etwas, was du uns noch mitgeben willst? Es war schon sehr, sehr dicht und viel. Schauen wir, wo wir noch ganz.
Ja, wenn du jetzt mich fragen würdest, was mich so antreibt, gell? Ja, da frage ich dich das. Ja, wirklich. Für die Bauern? Ja. Erstens einmal glaube ich wirklich, dass wir können nur um so viel besser werden, wie wir jetzt schon sind. Und besser heißt nicht für mich nur mal 500 Kilo drauf. Oder noch größere Betriebe. Genau, weil es ist auch oft einmal, Arbeitskraft. Gell? Und da gibt es viele Bereiche, wo man ansetzen muss. Wir haben ja Situationen, wir haben dann alle Jahr die Jahreshauptversammlung, auch vom Zuchtverband. Und wenn du bei der München Plus 120 steht, von einem Jahr aufs andere, und dann haben die schon die halben die Nerven da nicht, da muss uns klar werden, das geht nicht. Wir können nicht alle Jahr. Ich glaube, wir haben das schon braucht jetzt. Wir haben da ein bisschen aufgeholt in Österreich. Wir waren ja extensiv durch. Aber jetzt sind wir, glaube ich, auf ein Label. Wo es bleiben darf, gell? Wo das reicht. Und da heißt es jetzt wirklich auch, was können wir fürs Klima tun? Und fürs Klima ist für mich ganz wichtig. Und das ist eine ganz zentrale Botschaft. Ich glaube, die Betriebe sind dann nachhaltig und auch klimarelevant aufgestellt, wenn man Ökonomie, Ökologie und Soziales. Die drei Dinge müssen wir auf einen Nenner bringen. Und aus meiner Sicht sind alle drei gleich wichtig. Mhm. Gell, weil es hilft nicht, wenn wir super ökologisch sind und die Betriebe vor das nicht schaffen. Finanziell. Gell, das hilft oder uns nicht. Sozial, ja. Genau. Und auch sozial, wenn die Bauern quasi am allgemeinen Wohlstand nicht mehr teilhaben können. Dann wird es keine Bauern mittelfristig geben. Man sagt es jetzt schon ein bisschen, gell, die Bauern werden in den Musikkapellen tatsächlich weniger. Und warum? Was meinst du jetzt da damit? Weil sie keine Zeit mehr haben zum Spielen? Genau, weil die Betriebe sind größer geworden, sind ein bisschen unter Strom. Ich habe jetzt mal ein bisschen einen Gegentrend eingesetzt. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, zu einem sehr professionellen Chor dazu zu gehen. Okay. Ich glaube, das braucht man auch. Und das zeichnet ja auch uns Bauern aus. Wir sind ja absoluter Teil der Gesellschaft. Ja, wichtiger Teil, immer gewesen. Gell? Und das ist, sage ich jetzt auch, ist meine ganz wichtige Aufgabe, und das treibt mich auch an. Den Bauern, gerade jetzt den jungen Bauern, und ich bin ja viel unterwegs bei Versammlungen, und da merke ich, wenn da so junge Bauern so ganz, ganz zentrale Fragen stellen, wie viel, dass sie die dabei denken, so über die Produktion und so weiter, glaube ich, das ist jetzt ganz wichtig, dass man in dem Bereich die Bauern helfen, dass das ökonomisch, ökologisch, dass da alles wichtig ist, gell? Und dann sind sie ja voll dabei. Ja. Und wir haben ja mit der Milchproduktion, so wie wir es in Österreich betreiben, das haben wir jetzt schon auf einem guten Weg. In manchen Dingen könnte man, glaube ich, noch justieren. Wir haben da klare Win-Win-Situation. Wir haben schon eines der besten Umweltprogramme. Es könnte immer mehr sein, aber wir haben eines der besten Umweltprogramme in der Europäischen Union, wo die Bauern auch wirklich gut teilnehmen. Wir haben selbst trotz dem Klimawandel haben wir Milchproduktion in den Grönland-Bergregionen, wo wir im Verhältnis nun ganz gut Niederschlag haben. Stimmt, ja. Gell? Früher haben wir gesagt, wir sind alle im benachteiligten Gebiet. Ja, jetzt schon langsam, gell. Und wir sehen jetzt auch, dass es gibt jetzt Regionen in Österreich, wo man sieht, die sind von der Unganstlage, die sind jetzt bald in der Ganstlage. Weil man kann, es wächst gut, wir haben immer noch genug Regen. Und das heißt, es ist eigentlich eine interessante Situation. Es hat der Klimawandel kann in manchen Regionen dazu beitragen, dass Sachen möglich werden. Ich meine, im Burgenland ist eine andere Situation natürlich, aber im innerhalbinen Raum ist es wirklich so, ja. Wir haben ja, und da kommen uns, da sind viele Punkte, die uns jetzt sehr zugute kommen. Ja. Wir haben eigentlich weltweit oder vor allem in Österreich eine sehr starke Diskussion Klima, Relevanz, CO2, Methan. Und gerade das Grönland, das wissen wir aus einer Studie von der Universität für Bodenkultur, dass man eigentlich im Boden, Grönlandböden, speichern gleich viel CO2-Kohlenstoff wie der Waldboden. Gell, wie der Waldboden. Und wenn du halt Leute fragst, wir haben das ja getestet, wir sind in die Städte eingegangen, jeder weiß, dass eigentlich der Wald ist die grüne Lunge der Welt. Es weiß aber keiner, dass der Grönlandboden, und das resultiert halt aus dem, weil man Grönland nicht umbricht und damit eben ja, Kohlenstoff nicht klimarelevant wird. Ja. Deshalb haben wir eigentlich alle Karten in der Hand. Wenn wir es gut machen. Ja. Und da die nächste Generation mitzunehmen und die Bauern. Und die Zukunft der Bauern aus meiner Sicht wird sie, Förderprogramme helfen uns, das ist ein Ausgleich. Aber die Zukunft der Bauern wird sich klar in der Vermarktung der Produkte entscheiden. Und da glaube ich, haben wir sehr, sehr gute Argumente und sehr, sehr gute Karten. Und meine zentrale Aufgabe jetzt als auch Obmann der Heumilchbauern, sage ich einfach, dass wir den Verbrauchern unsere Geschichte erzählen. Das hört sich jetzt so einfach an, gell? Aber
Wir erzählen die Geschichte von Heumilch. Wie wird es produziert? Im Grönland. Beitrag für die Almen. 82% unserer Bauern machen Weide. Mhm. Ganz ein hoher Anteil ist Almbetrieb. Übel machen sie fast alles. Nur wenn wir es nicht erzählen, dann weiß man es nicht. Ja. Und dann sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren, wo du gefragt hast, sind Verbraucher bereit, auch höherpreisigere Produkte? Funktioniert das? Und es funktioniert immer noch gut. Aber man muss das natürlich auch erzählen, was man es macht und wie man es macht. Und das muss stimmen im Hintergrund. Und das muss total stimmig sein. Gell? Wir werden, das, die Zeiten sind vorbei, alle Leute sind mit Handys unterwegs. Du brauchst keinen Schmäh mehr erzählen. Mhm. Das geht bei der Tierhaltung an. Mhm. Gell, sag mir ja, alle Leute, die mit den Kinderwagen spazieren laufen, die machen, wenn man glaubt, die Viecher geht's da nicht gut, dann wird das alles sofort niederfotografiert. Mhm. Also wir sind total in der Auslage und ich sage immer, die Bauern begreifen das jetzt. Wir sind eigentlich, man sagt immer, die Bauern sind nur mehr 3%. Die Bauern sind eine Minderheit, aber mit der klaren Verantwortung für die ganz, ganz große Mehrheit. Ja. Und wir haben immer noch die gleiche Fläche zu bewirtschaften. Österreich ist nicht kleiner geworden, oder? Genau. Wir also vermutlich produzieren nicht Lebensmittel für immer mehr Österreicher. Richtig. Ja. Und eben nicht nur. Und das muss uns bewusst sein. Wir haben richtig Verantwortung wirklich für die, eigentlich für die Lebensgrundlagen aller Menschen. Ja, und wir sind dem Klimawandel ganz direkt Betroffene. Und, also wir sind in der Natur. Wir sind die Einzigen, die mit der Natur arbeiten, oder? Und da sollten wir Bauern auch so ein bisschen eine neue Rolle einnehmen, glaube ich. Gell, wir sind da viel, aus meiner Sicht viel zu in der Verteidigungshaltung. Wir sagen, wow, wir machen das nicht. Wir müssen viele Dinge besser machen. Da rede ich jetzt auch, wie wir mit Wirtschaftsdingen umgehen. Mhm. Gell, wir werden es auf Sicht einfach nicht leisten können, dass wir noch zu viele Verluste haben von unseren Nährstoffen. Mhm. Weil du musst einmal dem Verbraucher erklären, wenn du Gülle ausbringst, dann sage ich aber, das ist das Essen unserer Pflanzen. Mhm. Gell, das ist anders, ob du stinkende Gülle ausbringst oder das Essen unserer Pflanzen bringst. Mhm. Und da haben wir viel Bedarf. Mhm. Und diese Gülle und die müssen wir einfach heilig behandeln, weil das ist genau von dem, was unser Grundland wird. Ja, du hast das separieren ein bisschen. Genau. Und du tust natürlich auch Boden ausbringen. Bauen neue Ausbringung. Ja. Da hat der Klimawandel sehr wohl einen Einfluss, wenn es dann wirklich so eine Hitzeperiode kommt. Da tun wir es mit der Bodennaden nicht ganz einfach. Gell? Ja. Da schaffen wir es fast nicht mehr. Mhm. Wir haben jetzt zufällig bei uns am Bach vorbeifließen, da haben wir Wasserbezugsrecht seit Maria Theresia. Okay, und das kannst du verdienen. Wir können ganz, Wasser ist aus meiner Sicht immer nur der günstigste, bis zu einer gewissen Entfernung. Güllezusatz. Ja, absolut. Das zeigt die Forschung auch. Und wir haben es aber jetzt gemerkt, jetzt haben wir dann doch Niederschlag gekriegt. Und da war aber die Gülle auf der Wiesen. Und wir haben jetzt einen Wachstumsschub momentan. Unwahrscheinlich. Und den können wir jetzt mit der mittlerweile sehr effizienten Heutrocknungstechnik im Herbst können wir jetzt noch wunderbar perfektes Futter machen für die Winterfütterung. Das haben wir früher nicht können. Das ist auch so ein bisschen Ergebnis vom Klimawandel. Wir haben im Herbst noch total gutes Wachstum. Und wenn wir das dann noch trocknen können mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben mit Solar, Luftanwärmung und PV-Strom, dann haben wir eigentlich. Da können wir eine klare Antwort geben auf den Klimawandel, glaube ich. Das kann vielleicht unser spezielles Produktionssystem mehr wie andere. Ja. Gut. Karl, gerne. Vielen Dank für den super Podcast mit dir heute. Wir haben ganz viel zum Nachdenken mitgekriegt. Das ist wichtig. Ja. Du hast uns gesagt, ins Tun kommen. Das ist eine der wichtigsten Wissen und Tun, oder? Das sind so zwei ganz zentrale Punkte. Ihr bemüht euch, wir bemühen uns. Genau. Und wir hoffen, dass für Sie viel Interessantes bei unserem Podcast dabei war. Wir haben auch Podcasts zu vielen dieser Themen, die du heute angerissen hast, im Detail dann noch. Pflanzenbestand, Nutzung, bis hin zum Weinbau, die sie auch über Produkt, Werbung und so weiter sehr viel denken. Da können wir alle viel lernen davon. Wir laden Sie ein, dort hinzuhören, hinzuschauen und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder bei uns dabei sind. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raum der Knopfenstein.